Ja, es gibt wieder ein paar tolle, tolle, hochgeistige, interessante Neuigkeiten. Das wollte ich euch einfach erzählen, denn gestern hat mein Verstand mit mir Schluss gemacht. Er hat gesagt, er fühlt sich von mir gemobbt. Und er hat gesagt, ich hätte ihm sogar ein Lied geschrieben. Mein Monsieur Jacques, das findet er Frechheit, er fühlt sich total verarscht und gar nicht mehr wichtig genommen und ernst genommen. Ja, der Monsieur Jacques, und er findet es auch blöd, dass ich ihn Monsieur Jacques genannt hätte, weil er ja Deutscher wäre, wie ich auf den blöden Namen kommen würde. Und das hat ihm jetzt alles so gestunken, er ist also außer sich, und jetzt hat er seinen Koffer gepackt, dann ist er gegangen, und ich muss sagen, ich habe ihm freudestrahlend nachgewunken. Weil ich gedacht habe, Reisende soll man ziehen lassen. Und dann steht er doch wirklich vorne an der Tür und merkt, die hält mich ja gar nicht zurück. Die Blödkuh, die hält mich ja gar nicht zurück. Die schmeißt sich ja gar nicht an meine Jeans und hält mich zurück und schreit, bitte bleib. Nein, ich habe ihm einfach nachgewunken, freundlich. Und wisst ihr was? Dann ist er einfach wieder zurückgekommen. Ein bisschen. Er ist einfach wieder zurückgekommen und hat gesagt, wir müssen reden. Ach Gott, das ganze Gedöns. Jetzt habe ich mich dann mit ihm hingesetzt und haben wir so Brainstorming gemacht. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, was denn jeder sich so wünscht vom anderen. Ich habe gemerkt, okay, ich schaff's ja doch nicht, den auszuschmeißen. Naja, vielleicht auch doch. Na, jedenfalls habe ich zu ihm gesagt, wie wär's, wenn man dir so ein kleines Büro einrichte im Hinterstübchen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du kannst ja deine Ich-AG gründen. Es wird immer besser. Wir verstehen uns blendend seitdem. Er im Hinterstübchen, ich vorne, ganz vorne aus, Herztüre weit offen. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt vor, ich mache jetzt irgendwie so Comedy-Ding mit ihm. Monsieur Jacques und ich heißt es. Ja. So, ich weiß, es ist jetzt ziemlich viel blödes Zeug, aber mir hat's unendlich gut getan. Vielleicht euch auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haltet euch fruchtig und denkt daran, glaub nicht alles, was du denkst. Da ist ziemlich viel Mist dabei. Tschüssi!